Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Roblox zusammen mit Ronja. Hallo. Heute sind wir im Korridor der Hölle. Nein. Oh yeah. Wieder ein neues Challenge, Ronja. In so schwierige Jump-Runs. Oh, nein, bist du gerade wirklich gestorben? Ist es dein Ernst? So geht's hier los in der Korridor der Hölle. Wir haben nicht letztes Mal Tower of Hell gespielt. Ja, da sind Ronja und ich. Wir waren gut. Du hast es geschafft. Du bist durchgekommen. Ich glaube ja. Ich bin wirklich durchgekommen. Das war super. Ja, ja. Ja. Gegen Ende noch. Jetzt werden wir gucken, ob wir diesen Korridor der Hölle auch schaffen, Leute. Ronja ist auf jeden Fall immer sehr motiviert über die erste. Guck, ich bin motiviert, aber ich bin nicht talentiert. Aber ich werde es schaffen. Du wirst es schaffen, meinst du? Ich lasse so eine Niederlage nicht auf mir sitzen. Also bei mir läuft es, glaube ich, gerade ganz gut. No, 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 da wäre ich beinahe runtergefallen. Oh nein, oh, ich will Save Points. Warum hat das Spiel keine Save Points für mich? Warte mal, die eine, die macht hier eine... Die cheatet, glaube ich. Cheatet? Hat die gemacht? Die hat hier so einen Geheimgang gefunden. Hier oben? Okay. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt hier... Man kann seine Todesfälle nachsehen. Wirklich? Da siehst du, wie oft du gestorben bist. Ja. Ich glaube, ich bin jetzt erst einmal gestorben. Jetzt habe ich Schlucke auf. Oh nein. Ich bin jetzt schon im grünen Bereich. Das Ding ist, ich könnte es halt echt schaffen so. Ja, oh mein Gott, du bist schon voll weit. Ich weiß. Vor dir ist nur einer. Ja, wie soll ich denn jetzt hier rumkommen? Was ist denn das für ein Mist? Rockmist! Hä, wie soll man denn hier rumkommen, Leute? Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Das ist unmöglich. Ronja, du musst um eine Wand rumspringen. Du hast eine Wand im Gesicht und dann sollst du da einmal 360 Grad rumspringen. Was? Hä? Ja, keine Ahnung, was geht doch gar nicht. Nein, es geht doch nicht. Nein, jetzt bin ich gestorben. Okay, mein Glück hat mich verlassen. Aber die eine hat schon fast beendet. Guck mal, die ist orange. Ich bin runtergehüpft. Nein, sie hat es geschafft. 21.000 Mal gewonnen. Wie bitte? Der erste im Rangboard hat 21.000 Mal gewonnen. 21.000 Mal. Wie viel Langeweile kann man haben? Das Ding ist, die eine hat gewonnen und dadurch geht jetzt die Zeit schneller runter. Das heißt, wir haben nur noch halb so viel Zeit. Oh nein. Mrs. Schluckauf. Ja, es tut mir leid. Ich würde gerne keinen Schluckauf haben. Ja, normalerweise habe ich immer Trink nur so was. Leute, wisst ihr, was gegen Schluckauf hilft? Ihr könnt entweder Luft anhalten, aber das ist okay. so 50% effektiv. Du musst wirklich richtig lange Luft anhalten und es kann sein, dass du dann trotzdem noch Schluckauf hast. Also das kann ja, gut, dann lasse ich das mit der Luft anhalten. Das heißt, erschreckend funktioniert, aber das Beste, was du machen kannst, wenn du Schluckauf hast, ist es, Wasser zu trinken. Kopf nach hinten und einfach Wasser trinken. Kopf nach hinten und Wasser trinken. Aber richtig viel. Es kommt auf die Schlucke an. Du musst viele Schlucke nehmen. Versuch's mal. Ich glaube, sie trinkt gerade, Leute. Mhm. Ja. Nicht aufhören zu trinken. Nicht reden, nicht reden. Mach hier nebenbei den Tower of Fun. Trink weiter. Weißt du was? Ich habe schon das Gefühl, der Schluckauf ist weg. Ich weiß, es geht richtig gut. Was ist es wirklich? Nein, ich hab's fast geschafft um die grüne Wand. Hä? Es ist weg, oder? Warte, was? Ja, ich weiß. Hä? Das ist ja so ein Witz. Ich habe mich mein Leben lang, weißt du, dann sitze ich da eine halbe Stunde da und so traurig so. Nein, das ist wirklich weg jetzt. Yes, sag ich doch. Oh mein Gott. Da spielt man doch gerne mal diesen Tower of Hell. Danke. Oder den Korridor of Hell. Ich bin jetzt hier der Korridor of Hell, der ist gleich viel erträglicher geworden. Das ist ja... Tja, das sind die Tipps und Tricks, die man lernt. Das sind die Tipps und Tricks von Dr. Easy. Was, gibt es noch irgendwas, wobei ich dir helfen kann, was du wissen möchtest? So, aus medizinischer Sicht, ich kann dir vieles erklären. Ich habe 10 Staffeln von einer Ärzteserie gesehen. Von daher bin ich da Experte. Dr. House habe ich geguckt. Ja, das habe ich auch geschaut. Hast du auch geschaut? Du bist ja auch quasi Medizinexperte. Bist du eigentlich Doktor, oder? Dr. Ronja. Ich habe sogar, 13 Staffeln Grey's Anatomy noch dazu geguckt. Nein, hör auf! Ronja, du hast ja quasi schon dein Arztdiplom oder so. Was soll denn wieder sein? Dein Doktor ist abgeschlossen. Weil als ob ich da noch hier... Du, stimmt, du brauchst gar nicht mehr 5, 6 Jahre durch mein Studium quäle. Ich denke nicht. Warum sollte ich denn nicht einfach Dr. House und Grey's Anatomy gucken? Da lernt man schon einiges, muss ich wirklich sagen. Ja, ja. Das ist jetzt gar kein Witz eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum du lachst. Also bitte, was hast du noch für Fragen an Dr. Easy? Okay, Dr. Easy. Manchmal ist meine linke Nase zu, aber meine rechte nicht. Ja, das ist richtig. Und wenn ich dann Nasenspray in meine linke Nase reinmache, verstopft sich meine rechte. Ja, das ist richtig. Kann ich dir erklären? Okay. Habe ich tatsächlich gelernt. Und zwar, du atmest, deine Nase muss entlastet werden. Du atmest quasi immer nur durch ein Nasenloch die ganze Zeit. Nein. Und das wechselt doch. Bei mir ist zum Beispiel gerade, ich muss mal kurz atmen, bei mir ist zum Beispiel gerade das linke eher, ja, das Beste, das gerade funktioniert. Das heißt, 80% der Luft ungefähr geht durch mein linkes Nasenloch und mein rechtes ist ein bisschen dicht gemacht worden von meinem Körper. Und es wechselt alle paar Stunden, wechselt das Nasenloch. Das und dann ist ja atmest wild. Du durch das andere, ja, ich weiß. Dr. Easy! Dr. Easy! Ja, abonniert diesen
Channel für noch mehr medizinische Tipps von Dr. Easy und Dr. Ronja. Aber ich bin auch, ich finde deine Frage eigentlich ziemlich gut. Hier ist eine Sackgasse. Ich habe gerade das Jump gemacht für eine Sackgasse. Es ist vorbei. Ah, hier musst du so um die Ecke springen. Das ist ja fies. Ah, ich gehe jetzt mal. Das erklärt auch, warum der 21.000 Level hat. Weil, wenn das immer ein anderes ist, okay. Aber ich habe gedacht, der hat 21.000 Mal das gleiche Level gespielt. Oh Gott, Hilfe. Das wäre ja. Wäre entlangweilig. Ich hüpfe den mal hinterher. Das Ding ist, weil man weiß, wie die Profis das machen. Wie machen das denn die Profis? Ich laufe gerade dem Oberprofi hinterher. Der wird es wohl wissen. Oder die. Also wenn man seine Sicht von oben drauf macht, ist das so viel einfacher. Manchmal musst du auch seitlich gucken, ja. Ja. Aber das Ding ist, der Oberprofi, ich habe ihn verloren. Ich bin bis braun gekommen, bis in die Mitte. Abgehängt? Ja, ja, der ist ein bisschen zu schnell. Nein! Das Mädchen von vorn auch. Die spielt den ganzen Tag nichts anderes als Roblox Bridge of Hell oder so. Oh, aber bei mir ist richtig schön warm gewesen gestern. Ja. 16 Grad oder so. Und am Tag davor waren es minus 16 Grad. No, ich war fast am Ende, Ronja. Ich war am Ende. Kann doch nicht wahr sein. Ich bin jetzt bei Rot. No, ich war bei Grau. Ich war fast durch. Rot ist super einfach. Komm schon, Korridor auf Hell. Grün ist schwer, da musst du glauben. Ist das das, wo du um die Ecke springen musst? Das war letztes Mal, ne? Na, hä, wie klettern die denn die Dinger hoch? Irgendwie schaffe ich das nicht. Aber das läuft bei den anderen halt. Ja, also das Mädel mit den blonden Haaren, die hat ja davor auch schon als Erste gefinisht. Ja, ja. Ja gut, die ist aber auch schon die wieder hier am Durchracen. Spielt das wahrscheinlich zum 200. Mal und hat nichts anderes zu tun. Das kommt davon, wenn man den ganzen Tag zu Hause rumsitzt. Ja, das ist, da passiert sowas. Ja. Guck mal, jetzt ist sie fertig. Hat sie es geschafft? Ja. Oh no, das heißt, Zeit läuft wieder doppelt so schnell, Leute. Das heißt, wir müssen uns beeilen. No, da war Pink und ich hab mich erschrocken. No, Gewinner. Wir haben noch 6 Minuten 40, okay. Okay, das heißt, jetzt nicht mehr abstürzen, sondern hier souverän durchspielen. Wenn ihr Fragen an Dr. Easy und Dr. Ronja habt, dann schreibt sie gerne Fragen an Dr. Easy in die Kommentare. Die ist qualifiziert. Also ich sag's euch, mein Schluckauf, der ist weg, der ist nicht wiedergekommen. Ich hab ihren Schluckauf geheilt, ja. Ja. Wunderheilung quasi. Wunderheilung. Ihr Leben lang hat sie an diesem Schluck aufgelitten und jetzt kam Dr. Easy und es ist weg. Also. Es ist weg und es kommt nicht wieder zurück. Ja, das ist fantastisch. Hast du was fürs Leben mitgenommen? Jetzt schuldest du mir aber was. Ja. Wie viel sind so deine Raten als Dr. Easy? Ich meine, du bist ja sehr qualifiziert. Robux. 35 Robux. Okay, das ist fair. Das ist fairer Preis, oder? Ich bin wieder bei ist Pink. Auch üblich, dass Dr. mit Robux bezahlt werden. Genau. Ich sehe zum Arzt, bist nicht krankenversichert, aber bezahlst den erstmal in Robux. Okay, eins geschafft. Okay. Zwei, drei. Oh, jetzt hier rauf. Okay. Ich glaube, so weit war ich noch nie. Rüber hier. Jetzt auf die Kugeln. Oh mein Gott. Nein, die Kugeln, die sind grutschig. Die sind rutschig. Die wollen, dass du runterfällst da. Das ist so fies. Wie mies. Genau an der Stelle bin ich auch gestorben letztes Mal. Okay, wir haben noch anderthalb Minuten. Wir können es noch mal schaffen. Okay. Ich werde jetzt ganz schnell durchrennen. Hast du noch medizinische Fragen an mich, Ronja? Machst du auch Katzenmedizin? Katzenmedizin, gar kein Problem. Ja, Dr. Easy. Okay. Ich bin Doktor für alles. Doktor für alles. Du hast ja auch Katzen. Du kennst dich ja aus. In der Tat. Katzen sind tatsächlich mein Leibgericht. Hm? Wenn meine Katze niest, ja? Ja. Ja. Woran liegt das? Deine Katze niest. Woran das liegt? Ja, die niest manchmal. Also Katzen haben ja immer, die haben ja öfter Haarbällchen. Also es kann sein, dass sie irgendwie Haarbälle hochwirkt oder so. Ja, aber dann kotzt sie. Das macht ja, aber sie auch. Manchmal niesen die auch. Also meine Katze niest zum Beispiel dann. Das ist normal. Es kann aber auch sein, dass sie eine Allergie hat. Eine Katze hat eine Allergie. Katzen können Allergien haben, na klar. Okay. Zum Beispiel gegen Katzenminze, gegen Milch, gegen dich zum Beispiel. Gegen mich? Können auch gegen dich Allergien haben. Na klar, Katzen können auch gegen Menschen allergisch sein. Das ist aber Quatsch. Na doch, Katzen können auch gegen Menschen allergisch sein. Vielleicht ist deine Katze gegen dich allergisch. Nein! Ronja. Doch, vielleicht, na klar. Die niest eigentlich, seitdem ich sie habe. Ich kenne es nicht anders. Sie niest eigentlich oft. Dann ist sie bestimmt gegen dich allergisch, Ronja. Nein! Katze sei nicht gegen mich allergisch. Vielleicht musst du mal öfter duschen. Vielleicht willst du dir mit Zeichen setzen. Vielleicht ist sie, ey, du stinkst. Genau. Ich bin doch nicht allergisch, aber ich werd's bald. Arme Katze. Oh nein. Okay, Leute, 20 Sekunden übrig. Ich würde sagen, hier Bridge of... Nee, was ist das hier? Corridor of Hell haben wir leider nicht geschafft. Aber wir haben es versucht. Und wir haben unser Bestes gegeben. Rumzappeln. Alles klar. Wir haben unser Bestes gegeben. Das war's mit dieser Folge von Roblox. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut gerne bei Ronja vorbei und lasst auch ihr ein Like da. Das war's. Wir sehen uns bis dann. Euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la pasta.